Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir Adlerwach 1993 auf der Map Mission im Spielmodus Herrschaft. Ja, ich wurde gerade gekillt und ich habe erstmal geguckt, wie viel Dingens da überhaupt sind. Ja, frisch angefangenes Match ist, ich spiele heute AK-47 Rohpunkt, MP9, Schalldämpfer, Semtex, Blackgranaten, Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro, Totenstille Pro und Spezialpaket Plünderer, Hardline und Lagebericht. Mal gucken, ob ich damit was reiß oder auch nicht. Habe ich jetzt mal so spontan entschieden, dass ich mal damit spiele. Ja, Problem ist jetzt halt nur, dass der scheiß Hein da oben über uns ist. Ach, scheiße. Wird halt zu spät realisiert, dass da ein Ding ist, war. Taktikeinstieg. Ja, die Folge gestern kam sau spät. Daher möchte ich, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dass ihr die mal euch mal anschaut. Die ist natürlich wieder verlinkt im Video zum Anfang und am Ende. Da habe ich das erste Mal Musik eingebaut und ich finde, dass das gar nicht mal so schlecht war. Also hat doch Spaß gemacht und das Video wird hier definitiv auch wieder mit Musik unterlegt. Daher wird es definitiv früher kommen wieder. Ach, scheiße. Ja, meine Maus spinnt hier manchmal in der MW3, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dran es liegt. Und zack. Oh, 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 oh. Alter, zum Glück hatte der gerade keinen Aim an. Ich war gerade so ein leichtes Ziel eigentlich. Na gut, egal. Ist halt nur für mein Glück, ne? AK geht natürlich richtig geil ab. Die haut richtig guten Damage raus. Das muss man schon so sagen. Aber auf der Entfernung ist sie nicht so schön. Weil durch den starken Recall, den man hier hat... Oh. Lol, leck. Da war mal ein Mega-Leck drin, ne? Das hat aber nicht gerade an mir gelegen, oder? Ne. Okay, egal. Ja, ich patrouilliere hier gerade ein bisschen hin und her, wie man gerade sieht. Das Problem ist gerade halt nur, ich habe keine Muni mehr. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Hoffen mal, dass der uns nicht gesehen hat. Nein, die Granate ist... Oh, der rollt perfekt, nice. Heißt für uns, wir überleben... Scheiße, doch nicht weiter. Ich glaube, das war einfach nur ein Predict-Shot, den er da reingekloppt hat. Ach, scheiße, Mann. Warum rennen da eigentlich solche Spackos immer umher? Na, kommt die? Ne, die kommt natürlich nicht. Eben auf dem Radar war hier einer drin, ne? Ach, der ist tot, okay. Das war, sah nämlich eben zu komisch aus. Zack, der ist tot. Nein, hinter mir! Och, scheiße. Ach, scheiße, die spawnen ja alle. Ach, fuck it. Stimmt ja, die spawnen ja alle bei A. Das ist natürlich ein bisschen doof, denn. Alter, ich bin blinder als ein Blindfisch, ohne Scheiß. Gerade. Das war knapp, dass ich da den überhaupt... Alter, ohne Scheiß, ich bin blinder als ein Blindfisch gerade schon hier. Ohne Mist. Dass die so viele Blendgranaten schmeißen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, einfach durchbratzen, da erstmal durchpredikten. Zack, weg ist er. Dieser Jay, wo ich reingekommen bin, habe ich echt erst gedacht, dass das ein Hacker ist. Weil der stand schon, oh. Lauf, lauf, scheiße. Der stand, wo ich reingejoint bin, irgendwie, 10 zu 1 oder sonst, oder 13-1. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall schon recht hoch. Und da dachte ich, oh shit. Schöner Hacker. Aber der war einfach nur gut. Das war, na, Problem nicht, aber das war halt der Grund, warum der halt schon so hoch stand. Aber jetzt lässt er einfach nach. Was ich eigentlich nicht so verstehen kann, weil die Gegner sind die gleichen. Und ja, ich weiß nicht, wie gut mein Team jetzt ist. Geht eigentlich. Es geht eigentlich auch so von den Scores her, sind auf jeden Fall sehr oft gestorben. Na, kommt der her? Ah, scheiße. Gut, gegen MP5 habe ich keine Chance. Sie ist kürzer, halt schneller zu handeln und hat eine etwas höhere Schussrate. Keine Chance, da irgendwie was, sofern man da halt nicht drauf ist, was zu machen. Okay, wir haben Triple Cap. Hat er sich hier eingelichtet?
Oh, shit. Ja, Problem ist jetzt, die spawnen halt willkürlich durch den Triple Cap. Und hat keinen wirklich vorgegebenen Spawnpunkt. Was ich halt, scheiße, selber ein bisschen kacke finde. Eine Reaper. Ja, hätte ich hier eine Dingens reingepackt. Reaper und sowas. Ich glaube, da wäre ich sogar ganz gut mitgefahren. Ich glaube, da hätte ich einen schönen großen Dingens bekommen. Eine sehr, sehr hohe Killstreak. Ich werde definitiv nochmal mit AK spielen. Oh. Aber denn mit Angriffspaket, mit Reaper und hast du nicht gesehen. Weil ich spiele gerade 23.9. Alpha. Alpha ist da. Ja, ich spiele halt gerade 23.9. Ja, scheiße. ACR auf die Distanz, ja, bedeutend. Besser. Gut, 23.10. Aber ist trotzdem. Ja, saubere Aktion gerade. Ach man, ey. Ich versuche gerade ein bisschen zu spawnen. Trappen. Oh, von rechts. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Reaper den wegholt. Dass ich meine KD noch ein bisschen aufziehen kann. Hochziehen kann. Och, scheiße. Dann kommen da aber natürlich wieder solche Spackos rum. Die da irgendwas machen wollen. So. Zweiter Free Kill. Wie gesagt, ich werde auch hier wieder Musik unterlegen. Ihr könnt ja mal unterschreiben, wie ihr das findet. Schnelles, kurzes Gameplay. Ich hatte. Ja, ist halt ein bisschen doof, weil die jetzt natürlich campen. Weil zwei Angriffseinheiten halt oben drauf liegen. Oder über uns fliegen. Beziehungsweise jetzt nur eine. Und das ist halt doof. Wenn die jetzt halt nur noch alle campen. Gut, der eine rennt hier only Raketenwerfer jetzt mittlerweile rum. Was ich ein bisschen doof finde. Der hat mir jetzt schon sehr, sehr viele Kills eingebrockt. Beziehungsweise, besser gesagt, Deaths. Und dann spawnen sie halt noch hinter mir. Was natürlich auch kacke ist. Aber trotzdem ist jetzt leider kein Highscore. Mit 29-14. Aber ich denke mal, wird trotzdem erstmal gehen. Morgen wird definitiv wieder ein besseres Gameplay kommen. Ich hätte ich die Reaper dabei gehabt, bis eine Mal, hätte ich die erreicht gehabt und dann wäre das doch bedeutend besser abgelaufen. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil es nur nicht so ein spannendes Gameplay ist. Ein bisschen meine Stimme noch und dann natürlich wieder mit Musik hinterlegt. Ihr könnt ja mal unterschreiben, ja, wie ihr das Gameplay fandet. Und ihr solltet bei Episode 28, also bei dem Gameplay von gestern, mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und das mal auch mal sagen, wie ihr das fandet. Das war jetzt mein erster Versuch da mit Musik irgendwas. Und ja, hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich bin raus, ich bin Adlerwach 1993. Bis zum nächsten Mal und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao, Leute.